Servus, ich bin der Wolfgang von Die Röster und ich zeige euch heute, wie ihr mit einer Eureka Meet nun auch wirklich über viele Jahre Freude habt, sprich, wie man sie richtig pflegt. Die Eureka Meet nun Reihe ist sicher die erfolgreichste Maschinenreihe, die es im Privatbereich gibt. Hier haben wir die Variante Libra, also mit der integrierten Waage stehen, aber es gibt ja auch die Specialita Perfetto und viele andere Detailvarianten von der Mignon. Von der Reinigung sind alle gleich, weil sie ja auch gleich aufgebaut sind. Wenn wir jetzt uns die Reinigung oder Pflege ansehen, dann gibt es drei Punkte. Der erste Punkt ist ein bisschen offensichtlich. Naja, man sollte halt schauen, dass außen so auf den Halterungen und auf den Außenbereichen das sauber ist. Das sieht man optisch und kann man reinigen. Der zweite Punkt ist der Bohnenbehälter. Man sieht es auch auf diesem Bohnenbehälter. Hier haben wir schon einige Ablagerungen. Das sind vor allem Kaffeefette, die über die Zeit sich ablagern. Und diesen Bohnenbehälter könnt ihr auch, soweit ihr den Kunststoffbehälter habt und natürlich nicht den Holzdeckel, den es ja dazu gibt, aber den könnt ihr auch, wenn ihr wollt, in den Geschirrspüler geben. Alternativ kann man natürlich den einfach herunternehmen und dann einfach mal die Kaffeebohnen geben raus und auch einfach schauen, dass man die Fette runterkriegt. Ihr könnt hier auch, wenn ihr wollt, irgendwie einen Kaffeelöser nehmen. Schaut halt danach, dass das alles wieder schön trocken ist und dass kein Kaffeelöser zurückbleibt. Aber man sieht hier, es sind einfach hier Fettspuren, die man auch eher um Finger gibt. Gut, das ist einmal das Offensichtliche. Aber das Wichtigste ist natürlich das Innenleben. Dort, wo sich der Zauber abspielt, bei den Mahlscheiben, da soll es natürlich auch sauber sein. Und darum schauen wir uns jetzt das Innenleben dann auch an. Um das Innenleben zu reinigen, gibt es zwei Varianten. Erste Variante ist, es gibt so Reinigungspellets oder auch Pulver. Das heißt, man kann diese verwenden, um die Scheiben zu reinigen. Das sind üblicherweise gepresste Getreidestängel mit denen kann man einfach die Fettablagerungen von den Scheiben immer wieder runternehmen. Das funktioniert natürlich nicht 100%, also das heißt, man muss das öfter anwenden als die Variante 2, die ich dann euch gleich erkläre. Üblicherweise empfiehlt man so alle 2 Kilo Kaffee, das man durch die Mühle lässt, sollte man auch eine Handvoll vom Reinigungspulver oder von den Reinigungspellets durch die Mühle lassen. Am besten hier den Mahlgrad etwas gröber stellen, da ist die Reinigungsleistung meistens besser. Gut, aber ich habe ja schon angekündigt, es gibt auch eine zweite Variante. Die Mignon kann man relativ einfach auch selbst aufschrauben und innen selbst reinigen. Das schauen wir uns jetzt an. So, gehen wir mal Bohnen raus, die wir noch hier drinnen haben. Auf der Rückseite ist das Logo. Und wenn man mehr Fingernägel hat wie ich, kriegt man das auch leicht herunter. Bei mir ist das ein bisschen schwieriger. Jetzt haben wir es. Und hinter diesem Logo verbirgt sich ein Schrauben. Den einfach mal aufschrauben. Das ist nur der Blockierer, damit der Deckel nicht runtergeht. Und schon kriegen wir hier den Deckel runter. Das heißt, hier sind wir schon im Bereich drinnen. Hier sehen wir jetzt innen unten den Motor. Es wird der Motor bei der Mahlgradeinstellung nach oben und nach unten verschoben. Und auf dem Motor drauf ist natürlich auch eine Mahlscheibe. Und oben ist die zweite Mahlscheibe auf diesem Mahlscheibenhalter. Den kann man relativ einfach demontieren. Hier haben wir 3 Schrauben. Wichtig ist hier aufpassen, dass man diese Schrauben in Österreich sagt man ausnuddelt, also sprich nicht beschädigt, sodass sie auch wirklich dann wieder einfach montierbar und demontierbar sind. Schauen wir mal, ob der gut hält. Ja. Draufdrücken und öffnen. So, und jetzt schauen wir das auf. So, und dann sind wir schon im Mahlgutraum drinnen. Man sieht, hier auf der Seite haben wir schon ganz gut Ablagerungen. Und auch hier auf der Mahlscheibe, vor allem da auch bei den Schrauben,
Und hier außen gibt es durchaus Ablagerungen, die über die Zeit entfernt werden sollten. Wir arbeiten hier meistens, und Achtung, jetzt wird es laut und dreckig, mit Druckluft. So bekommt man schon relativ schnell den Großteil der Verunreinigungen weg. Dann kann man damit durch in kleinen Teilen die restlichen Verunreinigungen rausgeben. Und hier alles rein. Es ist hier auch der Auswurf. Auch den am besten sich ansehen. Man sieht hier auf der Seite, da haben wir auch gewisse Ablagerungen. Mit der Druckluft funktioniert das üblicherweise auch ganz gut, aber jetzt geben wir auch das nochmal und einfach alles lockern. Achtung, hier sind auch so metallische Homogenisierer, dass man die nicht beschädigt. So kann man die Mahlscheiben schon mal gut reinigen. Wenn man es ganz genau nehmen will, kann man auch die muntere Mahlscheibe demontieren. Und da auch nochmal unter der Mahlscheibe das rausnehmen, damit man da schrauben kann. Das ist dann nicht blockiert. Am besten das Drehteil hier blockieren und dann die Schrauben da rausnehmen. Und auch den unteren Mahlscheibenhalter kann man dann ganz gut reinigen. Wenn Sie jetzt keine Druckluft haben, ein guter Staubsauger hilft auch. Beziehungsweise einfach Nadeln, also dickere Nadeln oder irgendwelche Teile, die Sie haben, vielleicht die irgendwelche Spitzen haben, damit Sie einfach das alles schön physisch reinigen und schauen Sie einfach, wo Sie Ablagerungen sehen und versuchen Sie, die zu entfernen. Wenn das alles sauber gereinigt ist, einfach wieder zusammenbauen, das heißt nach oben reinstecken und draufschrauben. Darauf achten, dass die Schrauben sauber gerade sitzen. Genau, auch der Deckel, der braucht eigentlich auch noch ein bisschen Reinigung. Machen wir den nochmal sauber. Dann das Einfädeln, also dass das nach vorne ist. Das ist etwas, genau, aber jetzt passt schon. Genau, dann sitzt er drauf. Mit dem Schrauben kann man es wieder fixieren, also dann hält es auch schon. Den Schrauben brauchen Sie jetzt nicht sehr fest anziehen. Der hält nur den Deckel nach unten. Logo wieder drauf. Bohnenbehälter, der ist jetzt noch nicht perfekt gereinigt, auch wieder drauf. Genau, und dann haben wir das Innenleben wirklich wieder top gereinigt. Wie oft sollen Sie das machen? Unserer Erfahrung nach im privaten Bereich, wenn Sie das physisch reinigen mit Aufschrauben, genügt es zweimal im Jahr. Also es dauert relativ lange, dass Sie eine Beeinträchtigung haben von den Ablagerungen im Mahlgutraum. Mit den Pellets, vorher schon gesagt, deutlich öfter. Sie werden mit den Pellets nicht alles jedes Mal rauslösen können. Das heißt, man braucht regelmäßiger eine Grundreinigung mit dem Pellet. Eine Frage vielleicht auch nur zur Pflege. Ja, die Scheiben. Wann sind die Scheiben zu tauschen? Wenn Sie das offen haben und Sie spüren, dass diese Scheiben, wenn Sie mit dem Finger rüberfahren und schon sehr stumpf sind,
dann kann man die Scheiben auch tauschen. Sie haben es vorher gesehen, das ist relativ einfach. Einfach die drei Schrauben jeweils vom Scheibenhalter herunterschrauben, neue Mahlscheiben einsetzen und schon haben Sie die Scheiben getauscht. Erfahrungsgemäß dauert es im privaten Bereich aber einige Jahre, bis wirklich ein Scheibentausch bei einer Mignon nötig ist. Wobei ich hier auch sagen muss, je größer die Mahlscheiben sind, umso weniger oft werden Sie die Mahlscheiben tauschen müssen. Also sprich, bei den kleinen 50er Mahlscheiben wird das tendenziell eher der Fall sein. Bei den zum Beispiel 65er Mahlscheiben, die es ja auch gibt in der Mignon-Bereich, da werden Sie im Privatbereich wahrscheinlich auch nach 10 Jahren noch ganz gut malen können. Kleiner Hinweis vielleicht noch zum Schluss. Es gibt ja jetzt von Eureka auch das große Drehrad, das man montieren kann auf vielen Mignons. Damit lässt sich leider der Deckel nicht mehr öffnen. Also da müssten Sie jeweils das Drehrad mit den Nabenschrauben demontieren, um dann wirklich den Deckel öffnen zu können. Das heißt, das ist dann ein Schritt mehr bei der Reinigung, wenn Sie dieses große Drehrad verwenden. Wenn Sie Fragen haben, welche Mignon für Sie die geeignete ist, rufen Sie uns gerne an, schreiben Sie uns gerne eine Information oder auch unten einen Kommentar. Dann können wir Sie dazu beraten. Wir freuen uns natürlich auch über ein Like, über Feedback zu unseren Videos. Und wenn euch das gefallen hat, und wir machen ja immer wieder technische Videos auch, aber auch praktische Videos, freuen wir uns auch über ein Abo. In diesem Sinne wünsche ich allen Mignon-Kunden und Besitzern viel Freude mit eurer Mignon. Schaut, dass sie sauber bleibt, dann werdet ihr auch lange Freude damit haben.